Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zoo 2 oder Zoo 2. Ja, wie sieht's aus? Unser Steppengehege ist jetzt fertiggestellt meine ich natürlich. Wir hatten ja schon so ein bisschen was in petto, was da rein soll. Oh, das geht hier nicht rein, aber das ist natürlich schlecht. Was stand da nochmal? Keine Verbindung zum Eingang. Ah, also ich muss erst die Straßen kaufen. Okay, dann kaufen wir erst Straßen. Ist das hier? So, 5 müssen wir ja sowieso. Machen wir gleich mal so. Und dann rein ins Lager damit. Und dann werden wir hier einfach mal platzieren. Nee, ich möchte das gern. So ein Mist. Na gut, dann können wir da Pflanzen dazwischen setzen. So wollte ich das eigentlich gar nicht haben. Naja, gut. Aber was ist hier los? Warum sind Wege wichtig? Okay, ja. Das heißt, wir müssen das hier noch ein bisschen platzieren, oder wie? Kann ich das nicht verschieben? Doch, kann ich. Ah, guck einer an. So, dann könnte ich ja theoretisch das auch hier ein bisschen breiter machen gleich. Ja, so ist schick. So ist das schick. So, was soll denn da rein? Einmal ein Rock. Dann sollen wir ja 3 Steppensteinchen platzieren. Ich würde sagen, die machen wir mal so ein bisschen. Oh. Was? Herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Auszeichnung erhalten. Gehegefachmann. Baue 5 Gehegedeko. Okay. Haben wir gemacht, ja. So, und wo packen wir jetzt den 3. Stein hin? Ich würde das gar nicht da so... Ich würde den lieber hier so einzeln nochmal setzen. So, ein adliger V. Wie schön. Hier. Hier gebe ich Kasimir gerne in Obhut. Ich werde ihn oft besuchen. Sehr schön. Herr David. Und damit haben wir einen V. Sehr schön. Sie sind ein Level aufgeschrieben. Ja. Es gibt wieder Money, Money, Money. Ein Trog fürs Grasland haben wir. Oh, eine Riesenschildkröte. Oh, ist ja süß. Souvenirstand. Ein Eisenzaun. Eine Tanne. Ah je. Was kriegen wir noch? Noch ein Wegweiser. Das ist ja schön. Stiefmütterchen, die sind auch putzig. Gut. Dann gucken wir erstmal. Achso, ich soll jetzt hier mal klicken. Machen wir doch. Erfolge. Futterdruckfachmann. Wachmann. Alles klar. Gut, das heißt noch 4 Gehegedeko und dann haben wir schon wieder den nächsten Erfolg. Aber ich würde sagen, zuallererst kümmern wir uns mal hier um unsere Gehege, denn die sehen ja schon wieder fürchterlich aus. Kaum gehst du mal offline, machen wir schon wieder alles schmutzig. So was. Achso, Futter braucht ihr auch, ja. Achso, und spielen. Na gut, dann spielen wir mal eine Runde. Machst du auch mit? Ja. Und einmal in die Richtung. Wie süß. Was ist denn das hier? Deine Besucher wünschen sich mehr Dekorationen. Möchtest du eine Nein, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt hier erstmal dafür sorgen, dass es meinen Tierchen gut geht. Krieg ich dieses Futter? Danke, danke, bitte. Und ihr wollt auch spielen? Oh, was denn? Die kleinen Häschen mit so einem großen Ball? Ah. Oh, das hat es voll platt gemacht jetzt. Ach süß, das gefällt mir. So, bei den Pferdchen guckt man natürlich auch. Oh, mal die lassen sich den Kopf hängen. Gottchen, was ist denn das? Ach hier? Cool. Ja, und ihr könnt auch mit dem Ball spielen. Ja, hinterher. Sehr schön, sind unsere Tierchen wieder glücklich. Wunderbar. Hattest du nicht auch einen Ball? Wo ist denn dein Ball hin? Okay. Na gut, so, wir haben Einnahmen. Oh, 114 Goldmünzen. Naja, lohnt sich ja dann wohl doch, wa? So, der Getränkestand ist fertig und wir brauchen immer noch Leutchen. Was haben wir denn noch im Inventar? So, pass mal auf, du kriegst jetzt hier auch einen Trog. Ach, du hast schon einen Trog. Wer hat denn noch keinen Trog? Hallo? Könnte ich bitte hier so, ey, danke, hier, sehr schön.
Ja. Nee, möchte ja gerne. Ja. Ach, euch hatte ich gar kein Futter gegeben? Doch, hatte ich doch, oder nicht? Sowas. So, und ihr wolltet noch ein bisschen mehr Deko haben. Ich wollte ja ganz gerne mal diesen Rosenbusch hier ausprobieren. Ach, guck mal, das ist ja schick. Das ist eine richtig schöne Hecke. Und hier zur Savanne. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt müssen wir mal anders planen. Oh, hier können wir noch was. Ich würde sagen, wir machen das hier mal so dazwischen. Wie weit kann ich denn das rumdrehen? Ja, so ist doch besser, ne? Dass die Leute da auch bedient werden können. Wie lange braucht das? 1 Stunde 59. Na ja, gut. Wird schön. Also irgendwann wird es fertig sein. Tierchen? Nee. Achso, Hasen können wir ja noch, wa? Ja. Wuhu. Sehr schön. Können wir hier noch mehr Tierchen machen? Nee, erstmal noch nicht. So, was haben wir noch? Gebäude. Was bist denn du? Das will ich aber. Oh Mann, Souvenirstand. Gut, das muss denn wohl noch warten, würde ich mal sagen. Ach so, na, wegen den Schweinchen oder was? Hm. Okay, Dekoration. Oh, shit. Dass das immer gleich so viel kostet, ja. Ich würde sagen, wir setzen hier. Warte mal, wir haben doch noch Deko hier. Wir nutzen erstmal die Deko, die wir haben. Und zwar werden wir jetzt mal das Gehege ja so ein bisschen einbauen. Ja. Neuer Besucher! Oh, Quest abgeschlossen. Ja. So, kann ich das auch hier reinstellen? Nein, schade. Das geht leider nicht. Drehen wir mal so ein bisschen, dass das nicht alles so, Entschuldigung, gleich aussieht. So. Und vielleicht dahinter nochmal. Aber da geht ja vielleicht noch eine Straße lang, wa? Naja, wir werden dann das sehen. Wir stellen es erstmal hin. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Besucher. Und da kommt auch schon der Herr Bürgermeister. Ich muss meinen Hut ziehen. Der Zoo ist wirklich hübsch geworden. Der Zoo darf erst einmal bleiben. Oh, was heißt denn hier erst einmal? Der kommt bestimmt wieder. Juhu, wir haben es geschafft. Der Zoo darf bleiben. Jawohl. Oh Mensch, der Zoo darf bleiben. Tante Trude wäre überglücklich gewesen. Wer uns wohl den kleinen Panda geschickt hat? Komm, jetzt machen wir es unseren Besuchern richtig schön. Wir brauchen Verkaufsstände, Toiletten, Blumen und, und. So, jetzt muss ich noch mal, warte mal, noch 2 Mülleimer und Dekorationen. Okay. Hätte ich das jetzt mal nicht gleich so machen sollen, ma? So, Dekorationen, Mülleimer. Wo waren das drin? Wo ist denn hier Mülleimer drin gewesen? Ist das hier? Nee, warte mal. Wahrscheinlich bei Gebäude? Oh, bei Gebäude? Oh, was ist denn das? Mitarbeitervilla. Alter Verwalter, schön. Hier sind natürlich Mülleimer, steht ja auch dran. So, dann packen wir hier einen daneben. Und dann würde ich sagen, hier schön zum nächsten Verkaufspunkt. Da gehört ein Mülleimer dran, definitiv, ja. Also das geht ja mal so gar nicht. So, was habe ich denn hier schon wieder gekriegt? Baue 4 von 5. Was? Ich kann, doch kann ich schon wieder einen Trog bauen? Tiere? Achso, das ist ja wieder in Gehege. Ah. So, guck mal. Kriegen die Schnuckelchens hier auch ihr eigenes? Ja. Sehr schön. Belohnung abholen. Haben wir gemacht. Und dann kriegt ihr hier gleich nochmal euer Futter rein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, und dann gucken wir mal, was wir hiermit noch anstellen können. Ich würde sagen, so rund um so einen Stand könnte es ja auch mal schön sein, ja? Also ein bisschen Blumenrabatte. Ja, das machen wir ruhig so, dass es das ein bisschen abgegrenzt ist. Und hier vielleicht noch mal ein bisschen was Höheres daneben. Ja, wa? So, wo kann man noch was Schönes hinsetzen? Da haben wir ja schon. Wollen wir hier noch mal so ein kleines daneben? Ja, guck mal, sieht doch viel gemütlicher aus, ne? So, was haben wir jetzt? 4 von 10 haben wir. Zäune.
Oh, Zäune möchte ich eigentlich jetzt gar nicht so. Also da bin ich jetzt noch nicht. Warum? Wo setzt man die denn hin? Ach, die muss ich ja mitten in der Walachei setzen. Na. Ich glaube, die heben wir uns mal lieber noch auf. Dekoration, Dekoration. Na, guck mal, Lampen. Und noch eine Bank. Eine Bank können wir machen. Und zwar würde ich sagen, hier neben dem Futterstand. Also Essstand natürlich, ja. Versteht sich. Zack. Dass die Leute sich da hinsetzen können. So einen Tisch gibt es ja leider nicht. Also zumindest bis jetzt nicht. Heute, ja, das kann. Oh, doch, könnte ich bauen. Souvenirstand. Würde ich eher auf die Schweinchen sparen, wa? Wenn wir noch so ein Schweinegehege machen. Okay. Gucken erstmal hier weiter. Eine Toilette habe ich schon. Das kann ich auch nicht mehr bauen. Ja, Wege, gut. Könnte man dann nach und nach. Aber ich muss erstmal gucken, was wir zur Verfügung haben. Ist gar nicht so einfach. So, was können wir noch? Dekoration. Hier gibt es doch noch mehr Sachen. Guck mal, wir können hier nochmal einen Wegweiser hinstellen. Können wir den eigentlich auch auf die Straße stellen? Nee, können wir nicht. Ich würde sagen, dann setzen wir gleich mal hier einen hin. Ja. Auf was? Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Nö, denn nicht. Dann würde ich sagen, stellen wir hier hinter noch eine Laterne, damit es abends schön beleuchtet ist. Und hier in der Mülleimer natürlich auch. Ja. Sehr schön. So Bäumchen. Ich würde gerne hier so eine Bäumchen noch haben. Level 9. Naja, da muss ich noch ein bisschen. Was haben wir hier? Sind die Büsche, die Rosenbüsche? Ich will aber auch gar nicht. Das passt hier nicht so hin. Naja, gut, hier bei den Pferdchen könnten wir noch ein paar Sachen hinsetzen, ja. Ja, die bieten sich eher als Hecke an. Ja. Komm, machen wir einfach mal so. Klasse, jetzt können unsere Besucher sich schöne Dinge bei uns kaufen. Naja, gut, konnten sie ja vorher auch schon. Wirklich toll, wie gut es bei uns läuft. Ja, das finde ich auch. Weißt du, dass ich noch ein Kind, nee, als ich noch ein Kind war, habe ich mir immer eine Schildkröte gewünscht. Meinst du, wir könnten eine Riesenschildkröte aufnehmen? Ja, warum nicht? Wo müssen die rein? Gibt es hier eine Info? Okay. Das heißt, ach so, jetzt haben wir hier diesen gelben Rosenbusch. Komm, den setzen wir ja gleich mal hier so hin. Ja. So, Tierchen. Tiere, Tiere, Tiere. Ach Gottchen, wo kommt denn die hin? Gehege bauen. Ja, möchte ich. Ach du liebes bisschen, ist das noch größer? Nö. Ach so, da muss ich auch so ein Savannendingsbums-Gehege machen. Das passt auf. Das machen wir jetzt aber mal ein bisschen anders. Möchte nämlich ganz gern hier die Fläche auch etwas sinnvoll nutzen. Da brauche ich allerdings, wo waren das jetzt drin? Ach, ich muss echt immer noch gucken hier. Gebäude hier. Da braucht man noch einen Weg. Und zwar führen wir den. Ach, das ist ein bisschen eingeschränkt hier. Na gut. Nee, da möchte ich den gern lang haben, dass die Leute bis zum Ende gehen können. Ja. Nee, ist gut so. So, und dann ist der natürlich wieder nicht angeschlossen. Möchte ich mal behaupten. So, guck mal, dann können die hier schön sitzen. Dann werden wir hier noch Dekoration. Oh, guck mal, der V. Ist ja schick. Sehr, sehr schick. Okay. Pommes. Du bist Pommes. Ein Snack. Ach. Muss ich das jetzt wirklich machen? Also ich baue doch hier aber gerade. Was baue ich hier? Den Snackstand. Ja. Muss doch wohl warten, wa? Also ich beschleunige das jetzt nicht, weil das brauche ich für meine Tierchen. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen das Exotische. Da müssen wir ja eigentlich langsam, aber sicher. Irgendwo mal uns erweitern können, wa? Denke, tja. Können wir den Bereich hier nehmen? Ach so, ich muss erst Level 6 erreichen. Naja, gut.
Ist ja verständlich, kann ich durchaus verstehen. Dann würde ich sagen, machen wir hier einfach mal mit ein paar Wegen weiter. Moment. Die waren hier nicht. Halt. Gebäude? Ja, hier waren die. So, das kann ich ja einfach. Oh, warte, das geht jetzt immer noch nicht? Doch. Na, Gott sei Dank. So, und so. Nee, da möchte ich jetzt noch nicht lang. Ich möchte so ein bisschen Freiraum schon ganz gerne behalten, ja. Weil das ist ja sonst doch alles ein bisschen arg kahl. So. Gucke, schon fertig. Ja, und was soll hier rein? Eine Schildkröte. Ja. Hey, guck mal, jetzt haben wir schon 6 Besucher. Weißt du, wenn es so weiter so gut läuft mit unserem Zoo, brauchen wir irgendwann mehr Platz. Auf den Gedanken bin ich auch schon gekommen. Mehr Platz für die ollen Tiere? Ha. Wer sind Sie denn? Muffelmann-Männer. Ich bin Ihr Nachbar und mir gehören alle Grundstücke um diesen. Was immer das hier für ein, tja, Zirkus sein soll. Ein Zoo. Ein Zoo? Das hat schon die störrische alte Trude nicht hinbekommen. Ich darf doch sehr bitten. Unser kleiner Zoo wächst und gedeiht. Ha, ich sage Ihnen was. Wenn Sie es schaffen, 10 Besucher zu bekommen, fresse ich einen Besen. Oder nein, dann schenke ich Ihnen eins meiner Grundstücke. 10 Besucher bis übermorgen. Komischer Kerl, aber mehr Platz könnten wir schon gebrauchen. Komm, dem zeigen wir es. Habe 10 Besucher. Jawohl. Na, ich möchte jetzt nichts kaufen. Es ist ja gut, halt in-game, ist klar. Kostet ja dann auch dementsprechend, nicht wahr? So. Du bist glücklich oder wie? 1 Stunde 13 Minuten und dann möchtest du in 3 Stunden 42 Minuten wieder mit dem Ball spielen? Und mehr willst du nicht? Kein Futter, kein Trinken oder so? Okay. Achso, eine zweite kann ich gar nicht kaufen, ne? Das ist ja mal schade. Schade, schade, schade. Okay, die können wir dann erst tatsächlich dann dazu holen. So, was gibt's denn? Haben wir noch irgendwas im Lager? Nein, gar nichts. Dekorationen? Ich würde ja hier ganz gerne so eine Zwischenlandschaft machen. Ist ja, wie ich das meine? Ich hoffe. Weil ich finde es schon ein bisschen doof, wenn hier überall nur Straßen sind und so weiter und so fort. Ja, guck mal, das ist doch schick. So. Lockert das Bild ja doch schon mal so ein bisschen auf. Würde ich sagen, können wir hier noch sowas dazwischen setzen. Du kommst doch mal. Was war das? Ah, Level 6. Herzlichen Glückwunsch. Du bist ein Level aufgestiegen. Ja, es gibt wieder Kohle. Oh, was gibt es denn jetzt? Ein Waldgehege. Okay. Und ein Schimpansen. Oh, wie süß. Geil. Ich erinnere mich daran, wie Trude einst erzählte, dass hier auf dem Grundstück eine Schatztruhe gefunden wurde. Sie war sich sicher, dass noch mehr vergraben sind. Ich könnte mich mal auf die Suche machen. So, platziere ein Waldgehege, plant Schimpanse, Spielstamm, Grasland platzieren. Och, das ist ja süß. Aufgaben, Freunde einladen. Nee. Kann man auch Aufgaben ablehnen? Muss ich da jetzt draufklicken? Aha. Wie dürfen wir dich nennen? Um Freunde einladen zu können, müssen wir wissen, welchen Namen du im Spiel benutzen möchtest. Dein Name, ja, das kann ich, doch kann ich eingeben. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, weil es klappt nämlich nicht immer. Upsala. Averia. Bestätigen. Hallo? Du heißt jetzt Averia. Ja, danke. Schön, dass du bei uns bist. Freund hinzufügen. Ach du lieber Himmel. Wo kriege ich die her? Auf Antwort warten für mehr Infos? Ja. Okay, das machen wir dann irgendwann, wenn es mal soweit ist.
Ah, ich habe ein Schweinchen drin. Oh, ich brauche unbedingt mehr Platz. Gehege. Ach, Manu. Ach doch, hier kann ich noch bauen. Na, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Gehege, hier. Ich würde sagen, wir bauen das mal hier daneben, weil das passt, glaube ich, ganz gut. Wir ziehen das ruhig mal ein bisschen nach hinten. Dann haben wir da vorne nämlich noch ein bisschen Platz. So, das braucht jetzt wie lange? 27 Sekunden. Naja, die können wir doch auch warten. Ist alles nicht so schlimm. Beziehungsweise würde ich sagen, da unsere Zeit schon wieder abgelaufen ist, machen wir das Schimpansengehege in der nächsten Folge fertig. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.